Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur definitiv schlechtesten Folge von Spielfrei. In meinen fast 30 Jahren Journalismus habe ich nämlich eins gelernt: Wenn man die beste Folge machen will, weil der Mensch, um den es sich da dreht, einer ist, den man so gut findet und man so beliebt ist, und dass man von vornherein sagt, das muss die größte, emotionalste und krasseste Folge werden, dann wird es meistens richtig schlecht. Und genau so einen Menschen haben wir nämlich heute hier zu Gast: Steffen Stiebler. Hallo. Der Mann mittlerweile in der Geschäftsstelle unterwegs als Geschäftsstellenleiter. Ich habe mir heute sagen lassen, und es war nur einer von ca. 1000 Grüßen, lieber Steffen, dass du auch einen Namen hast, Mr. Alles, Herr Alles. Weißt du, wer dich so nennt? Musa. Selke Musa hat gesagt, Herr Alles. Und diverse Menschen haben gesagt, ah, mit Steffen, die Folge, die dreht ja auch und so. Und dann war immer bei den Leuten sofort so ein Lächeln im Gesicht. Und das Ulkige ist, dass die meisten Gegenspieler von dir wahrscheinlich ein komplett anderes Gefühl haben und deine Sicht, weil du die so hart angepackt hast, meine ich. Oder? Ja, das hat sich, ich glaube, das hat sich später relativiert, als sie mich kennengelernt haben. Aber vorher war ich, glaube ich, die absolute Hassperson auf dem Spielfeld. Ja, weil es halt kein Kindergeburtstag ist. Es ist Handballspielen und da fässt man halt doch mal ein bisschen fester zu. Ja. Ja. Hast du eine Ahnung, wie viel 2-Minuten-Strafen du in deinem Leben gekriegt hast? Nee, das ist schwierig. Gibt es auch Also, keine Statistiken? Nee. nee, ich glaube, gibt es keine Statistiken. Ich glaube aber auch, dass ich deutlich mehr Zeitstrafen habe als Tore. Ja. Das kann ich Das ist sagen. ja nicht so schwer, ja. Das Ding ist, wie ist denn das zu erklären, diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Personen? Also auf der Platte, wie gesagt, kein Kindergeburtstag, aber jetzt als Geschäftsstellenleiter, als Mann hinter den Kulissen, als Vertrauter von einem Cheftrainer, auch vom Manager. Die Spieler haben alle gesagt, der Typ ist immer irgendwie da und so weiter. Da giltst du als ein Sonnenschein, als ein unfassbar ruhiger Typ, der irgendwie auch in der Lage ist, mal sich alles anzuhören, wenn zwei Meinungen aufeinander prallen und dann einfach genau das Richtige im richtigen Moment zu sagen. Was ist denn das für ein Geheimnis? Das ist übrigens auch gleich der Gruß vom Trainer, den ich hier heute gleich am Anfang ausrichten kann. Genau die Frage hat Benno gestellt, wie du das machst. Das kann ich nicht mal sagen, weil ich glaube, das ist halt auch eine Entwicklung. Also ich war als junger Spieler war ich nicht so ausgeglichen. Also da war ich jähzornig. Ich kann bis heute noch nicht verlieren. Das ist, mussten meine Söhne leider immer auch so, egal ob wir Halma oder Tischtennis gespielt haben. Also es war relativ schwierig. Aber ich glaube, das ist so vielleicht eine Grundeinstellung von der Erziehung meiner Eltern. Vielleicht auch Prägung, dass ich mit 13 schon alleine im Internat war. Also alles zusammen, eine Mischung. Und ich glaube auch so, als ich in der Geschäftsstelle angefangen habe, als ich halt auch viele Sachen erlebt habe, die man vielleicht so nicht erleben möchte, dass einen das alles ein bisschen ruhiger gemacht hat. Also man hat schon eine Menge erlebt. Und was soll da jetzt noch kommen, sage ich mal? Und vielleicht rührt das da so ein bisschen her, dass ich da angeblich ein bisschen entspannter bin. Ich bin ja auch nicht immer entspannt, aber vielleicht sieht man mir das halt auch nicht an, wenn ich es nicht bin. Du hast gerade so ein bisschen auf die wilden Zeiten des SCM angespielt, oder? Also finanziell und so Ja. weiter. Da brauchen wir ja gar nicht weiter darauf eingehen, weil wir machen ja eigentlich alles außer Handball. Deshalb ist es toll, dass wir uns in der Handballhalle getroffen haben. Wahrscheinlich. Was empfindest du, wenn du hier reingehst? Macht das noch irgendwie Klick? Macht das noch was mit dir? Also für mich ist die Gieselhalle halt so die Geburtsstunde meiner Handballkarriere. Also ich habe hier angefangen als 13-Jähriger, habe die großen Spieler wie Wieland Schmidt, Hartmut Krüger und so weiter, die habe ich hier bewundert, war bei jedem Heimspiel hinter dem Netz und wir haben da unten gesessen, weil wir ja sonst nie Platz gefunden haben und haben die Leute angefeuert. Also für mich sehr, sehr viele Emotionen und eben auch ein ganz, ganz wichtiger Weg zu dem, was ich eben heute bin. Also gerade eben, dass Hartmut Krüger mich damals als 17-Jähriger mit zur ersten Männermannschaft genommen hat und so weiter. Das sind so viele kleine Wege, die dann praktisch zu dem Ziel geführt haben, dass ich 20 Jahre beim Handball dabei gewesen bin. Hier haben sich ganz viele Dramen abgespielt, ja, auf dieser Platte. Und da haben alle so zugucken können und so. Aber was ist denn so mit Geschichten, die wir nicht wissen können, weil die hier in irgendeiner Ecke hinten so stattgefunden haben oder so? Gibt's eine Ecke in der Hermann-Giesler-Halle, wo irgendwas Lustiges oder Besonderes oder sowas stattgefunden hat, was man so erzählen kann? Also hier in der Halle selber war eigentlich hauptsächlich Sport. Wir haben hinten noch so einen kleinen Kraftraum, wo wir uns dann immer gequält haben. Eine kleine Sauna, wo eigentlich normalerweise nur 10 Leute reinpassen. Gibt's die noch?
Die gibt es, glaube ich, noch, ich hoffe. Da hat Hartmut Krüger unter anderem während Saunagängen Besprechungen gemacht. Ach Quatsch. Wo man als junger Spieler dann nach 10 Minuten dann nur noch Schnappatmung hatte und hat gedacht, hoffentlich ist das bald vorbei. Ansonsten hat sich vieles, was nach dem Spiel passiert ist, drüben in der kleinen gastronomischen Einrichtung abgespielt, wo wir dann sehr, sehr viel zusammengesessen haben. Stadt immer mal, und Land, ja. Genau, immer mal ein Bierchen getrunken haben, viel erzählt haben. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Ja? Ja. Für das nächste müssen wir uns mal hinsetzen. Komm, ich will einmal auf so einer Bank sitzen hier. Stimmt das eigentlich wirklich, dass hier früher, ich habe es nie erlebt, weil ich bin mit Papa auch hier gewesen, aber ich habe immer nur die, Kniekehlen der Männer gesehen, weil, also sowieso schon aufgrund meiner Größe, um es dir vorwegzunehmen, bevor du mich veräppelst. Aber das ist das wirklich, wenn man hier vorbeigelaufen ist, dass dann Leute, gibt ja die Geschichten, dass welche angehoben wurden angeblich oder Schubsäule bekommen haben oder sowas? Also zu meiner Zeit wurde niemand angehoben, aber die Außenspieler hatten schon Respekt. Also da wurde schon mal ein bisschen getätschelt, ja, echt, ja? Wenn jemand da an der Außenbahn, gerade hier, da ging das ja auch noch ein Stückchen weiter bis direkt auf die Linie. Mhm. Und ich hatte hier halt ein sehr schönes Erlebnis. Ich war relativ neu noch in der Mannschaft und durfte dann auch immer schon im Angriff spielen, habe dann einen Angriffsdeckungswechsel dann gemacht. Ich habe dich gar nicht als Angriffsspieler auf dem Schirm. Doch, hatte ich auch im Angriff. Ich habe sogar mal 7 Meter geworfen. Da hast du die, ach so, echt, ja? Ja. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, mein Freund. Ach, da kommen wir nochmal drauf zurück. Auch mal getroffen. Ja, stimmt, irgendwie musst du ja auf deine 20 Bundesliga-Treffer. In 20 Jahren. In 20 Jahren kommen, genau. Nee, jedenfalls hatte ich da eine sehr schöne Anekdote, und zwar haben wir gespielt, wir haben nicht gut gespielt. Und jedenfalls laufe ich hier immer runter, weil ich habe gerade da auf der Position gedeckt. Und hier draußen saß einer genau auf der Ecke und macht mich fast 50 Minuten immer voll. Also eine Scheiße hier, was soll das? Ein klassischer Magdeburger Handball. Ja, ja, habe mich dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen hinreißen lassen, zu sagen, ey, lass mich in Ruhe. Ach so. Mach dann, ja, und hast du schon mal Handball gespielt? Ja, und dann ging das so hin und her, bis dann jemand zu mir rüberkam und sagt, das ist Holger Winselmann, sein Vater. Ach du Scheiße. Ja, und dann war ich natürlich ein bisschen ruhiger. Aber es war damals schon sehr, sehr emotional hier und noch alles noch ein bisschen kleiner, aber war immer eine tolle Atmosphäre, also muss man sagen, das war... Du hast ja, also deine Kinder sind ja mittlerweile groß, fast alle und so, bist ja Opa auch schon. Ja. Dann hast du eine tolle Frau an deiner Seite, ein Haus und so weiter, machst aber den ganzen Tag was für andere, die das auch alle haben. Gibt es da manchmal abends in irgendeinem Moment, dass deine eigene Familie sagt, so mal, jetzt komm mal hier zu uns nach Hause, hier, jetzt fährst du für den aufs Bürgerbüro und da fährst du dorthin und sonst was? Oder machst du damit wirklich Schluss beim Feierabend? Nee, eigentlich bleibt das im Büro. Ja, 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 okay. Weil das klingt so nach einem Fulltime-Job, so, als würden die Jungs auch mal nachts anrufen und sagen. Das könnten sie auch. Da würden wir, glaube ich, auch alle in der Geschäftsstelle würden dann auch rangehen, weil, wie gesagt, das sehr, sehr familiär ist. Ist noch nicht vorgekommen. aber ich versuche da schon den Cut zu machen. Also deshalb habe ich ja auch vor 2 Jahren dann gesagt, dass ich diesen sportlichen Part halt so in der Form nicht mehr umsetzen kann, weil wir dann wirklich auch jedes Wochenende noch unterwegs waren und die ganze Woche arbeiten. Und wir haben super Leute, die das toll übernommen haben. Man sieht ja, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat und es viel Spaß macht, denen zuzuschauen. Ja. Und deshalb bin ich da auch nicht traurig, aber ich versuche Büro und privat natürlich zu trennen. Hast du manchmal noch Wehmut, wenn du zuguckst? Guckst du eigentlich zu bei den Spielen? Ich sehe dich immer vorher, ich sehe dich hinterher. Ich stehe immer in der Einlaufecke, jetzt aktuell. Also. Bleibst du auch stehen, guckst nicht weg, nix. Bleibst du stehen, guckst. Gucken wir das an. Ich sehe unsere Jungs gerne spielen. Also. Aber dieses Wehmütige, das ist nicht mehr da, weil auch der Kopf mittlerweile verstanden hat, dass es sowieso nicht mehr funktionieren würde. So 2-3 Jahre, wenn du mit der Karriere aufhörst und 2-3 Jahre später, hat man natürlich immer im Kopf das Gefühl, das könnte ich auch noch. Wir waren dieses Jahr in Porto. Ja. Und habe dann das mit war Yves, kein schönes Spiel. Hab mit Yves, ja, wir haben aber vorher trainiert und ich habe mit Yves dann so ein bisschen rumgebabelt und haben wir dann so wieder in der Ehrgeiz oder ist, haben wir dann gegeneinander Basketball gespielt. Und dann hat die Wade dann plötzlich mal ganz tolle Krücken gemacht und dann bin ich die ganze Zeit rumgehummelt und hatte natürlich ein bisschen den Spott der Jungs, wenn ein alter Mann sich dann mal bewegt und so weiter. Frechheit. Und der Kopf sagt eben jetzt, also das ist seit langem vorbei
Und ich gucke lieber zu. Wollen wir mal jeder 3-7 Meter werfen oder was? Und der andere steht im Tor? Können wir probieren. Muss ich die Brille absetzen? Ja. Das Ding ist, ich kann das ja gar nicht. Zeig mal kurz. Okay. Tut nicht weh. Oh, der Herr hat den Ball getestet. Hast du das gesehen? Ich wollte nur mal gucken, ob der Dollar hart ist. Soll ich auch anfangen? Das Ding ist ja auch, wenn man hier steht, also du warst wirklich etatmäßiger 7-Meter-Schütze auch am Anfang. War ich mal. Ich war sogar mal Torwart früher. Ich bin als Torwart zum SC Magdeburg gekommen. Ach Quatsch. Mit 13. Mit 13, okay. Ja, da gab es eine Sichtung. Das heißt, ich habe ja doppelt keine Chance. Ja doch, du. Klar hast du eine Chance. Hat man eine Chance? Ja klar. Ich stehe jetzt weit vorne. Ja, und ja, du denkst, und du denkst, jetzt mache ich einen Heber. Das ist kein Witz. Und jetzt überleg mal, was ich mache. Was machst du denn dann? Machst nichts wahrscheinlich. Du gehst einfach nur nach hinten, oder? Ich weiß es nicht, wenn du einen Heber machst. Vielleicht gehe ich nach hinten. Vielleicht mache ich aber auch keinen Heber. Mach doch. Soll ich einen Heber machen? Ich traue mich gar nicht. Vor allem sieht man eigentlich an der Bewegung des Armes, ob da jemand was macht? Also wo ich hinwerfe? Mittlerweile nicht mehr. Also bei dir sieht man es vielleicht noch, aber bei den Spielern selber. Wegen diesem Hand, das ist doch Quatsch, oder? Keine Chance mehr. Ich sehe ja immer, wie die das so machen und dann legen die das so rein. Ja, probier doch mal. Was war das denn? Ich wollte durch die Beine. Ich müsste ja wahrscheinlich. Den ersten Wurf, den müssen wir dann auch mal in Zeitlupe machen. Damit du machst dir eine Zeitlupe, dass der irgendwo damit man sieht, wie der mich mir jetzt reagiert. Ja? Das ist ein Arsch. Aber ich hätte gedacht, du machst noch mehr Gesichtskasper. So würde ich nie machen. Ich habe ja keine Angst. Natürlich nicht. Okay. So. Okay. Na, aber wenn ich so mache. Den hätte ich ja rausköpfen können. Komm. Ist das geil? Ich muss ja über meine Würfe selber lachen. Das ist geil. So. Warte mal, ich mache jetzt wie diese anderen Typen. Jetzt stehen die doch immer hier so, ja? Du bist so ein Ratte. Das ist doch nicht zu fassen. Das habe ich schon mal mit Yogi Bitter auch gemacht. Und dann hat er auch immer gesagt, ich werfe dahin, guck genau dahin. Und der Ball ging dahin und ist dann aber ganz woanders hingesprungen. Ja, weil er den wahrscheinlich gedreht hat, ja. Das Ding ist ja auch noch, dass ich viel zu viel Respekt habe, als dass ich wirklich scharf werfe. Oh ja. Ja, ich habe ein Tor gemacht! Das war der Entscheidende. Das würde Benno sagen. Das war der Entscheidende. Quatsch. Okay, machen wir jetzt also nochmal einen scharfen, ja? Machen wir einen scharfen. Ja, Baby! Guck mal, sie freut sich. So, passt auf, Leute. Großartiger Typ, brauchen wir nichts weiter groß sagen. Wann immer ihr diesen Mann seht im Stadtbild, seid gewiss, dass der viel macht für die Sportkultur, für Magdeburg, für die Sporthistorie, hat er schon so viel gemacht. Und niemals mit ihm auf sportliche Wettbewerbe einlassen. Niemals.